der Versammlung der Deutschen Filmakademie und ich leite sie als Präsidentin. Vielen Dank. Viel Spaß. Okay, wir warten eben. Nur straight rein in die Kamera. Sorry. Okay, hier darfst du noch einmal. Hast du noch eine Tür? Okay, here we go. Ja. Yes, sir. Ja. War er da? Der ist super schön. So schön so. Ja, die war immer da. Ich habe einen Liebesfilm mit mir. Und zwar ein Porno. Ja, ich finde irgendwann, die Mädels gehen nochmal in Playboy und ich habe gedacht, im hohen Alter nochmal ein Porno drehen zu müssen. Thomas Stiller, ein sehr geiler Berliner Regisseur, hat irgendwie ein bisschen die Schnauze voll gehabt von Redakteuren, die sagen, das würde meine Hauptfigur niemals machen und das geht nicht. Und hat selber Geld in die Hand genommen und wir haben letztes Jahr in 3 Blöcken eine sehr geile, sehr extreme, intensive Liebesgeschichte gedreht. Die Geschichte ist, pornosüchtiger Erfolgsautor trifft auf Krankenschwester mit Todesfetisch, ein Liebesfilm. Das war die Special Edition, weiß ich jetzt nicht. Rihanna.
Ich habe die Frage gar nicht verstanden. Normal. Liebesfilm, in welcher Rolle würdest du gerne mal? Ich habe mir gerade nochmal einen Film angeschaut. Ich fand ja When Harry Meets Sally großartig. Ich habe ihn gerade vor zwei Tagen nochmal gesehen. Dann würde ich auch spielen. Der hat ja noch mehr in der Rolle, außer diesem Das ist ein toller, bis heute bestehender, aktueller Liebesfilm. Finde ich großartig. Weil er über Freundschaft. Kannst du es mal vormachen? Diese berühmte Szene? Da muss ich sitzen. Dann mache ich euch die Szene. Orgasmus nicht vorm Sitzen. Ja, also der Orgasmus geht nur im Ach, ich habe gerade auch wieder so einen schönen Film gesehen, also mehrere schöne Filme. Ich weiß leider gerade nicht, wie er heißt. Deswegen muss ich auf einen anderen zurückgreifen. Der da wäre 2 an einem Tag. Wunderbarer Film mit Anne Hathaway und Jim Sturgis, mit dem ich halt glaube, er das gedreht habe und hart drehen durfte. Und ich finde diese Love Story eigentlich so wunderbar. Und so wahnsinnig traurig auch. Aber diese Begegnung und diese immer wieder Begegnung und Menschen, die einfach aneinander vorbeigehen, ohne sich zu sehen. Das sind einfach Geschichten, die man ganz gern mag. Es geht um die Liebe zu Musik, die Liebe zum Leben, die Liebe, die er hat, der innere Kampf von Männern und Frauen miteinander. Von Männern und Frauen, wenn sie sich einfassen. Und die Filme sind natürlich auch die Filme, die wir bei uns auf dem griechischen Filmfest zeigen, in der Filmwelt Berlin. Und das ist er. Frühstück am Tisch.